Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Time to Do Spezial. Spezial heißt immer kurz und kompakt wichtige Informationen für Sie. Heute bei mir im Studio Rainer von Niederhäusern und er hat uns was ganz Spezielles mitgebracht. Hallo Rainer. Hallo Robert. Rainer, dein Produkt, wenn ich das Wort lese, Neutrophilt, kann ich mir nichts drunter vorstellen. Neutro ist mir klar, Neutrinos kennen wir alle, wissen wir schon, Feld, wissen wir auch, was es ist, ein Acker. Aber wie beides zusammengehört, da wissen wir wenig drüber. Bevor wir aufs Produkt einsteigen, wie bist du zu dem Thema gekommen? Was hast du vorher gemacht? Du bist schon ein paar Tage auf dieser Welt, das sehen wir uns an. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was hat dich denn da gebissen? Ja, also zuerst mal zum Namen Neutrophilt. Der Gedanke dahinter ist ein neutrales Feld. Unser Feld ist vollgeladen mit Strahlung, mit technischer Strahlung, mit unseren eigenen positiven und negativen Ansätzen und auch mit dem von allen anderen Menschen. Mhm. Ich hole noch ein bisschen weiter aus. In einem Feld können drei Dinge geschehen. Entweder es lädt sich eine Spannung auf oder sie entlädt sich, sie bricht zusammen oder wir haben den neutralen Zustand. Der sollte eigentlich der wichtigste Zustand sein in unserem Leben, in einem Muskel, in einem Nerven, in einer Nervenbahn, in einem Organ. Neutrophilprodukte unterstützen uns dabei, diesen neutralen Zustand, den wir in der Natur draußen haben, wenn wir die Seele baumeln lassen können, haben. Mhm. Ich habe 1984 ein Akupunkturstudium gemacht in Sri Lanka. Und in diesem Zusammenhang haben wir ein Ayurveda-Spital besucht. Das war ein Spital, in dem westliche Mediziner, aber auch also Sri Lanka, Tamilen sind Halas-Mediziner, die westliche Medizin und auch Ayurveda studiert haben, praktiziert haben. Das war eine sehr interessante Erfahrung und zum Schluss wurden wir dem Schlangendoktor vorgestellt. Das war auch ein Arzt, der westliche und Ayurveda-Medizin studiert hat. Mhm. Alle anderen Studenten außer einer und mir waren abgehende Medizinstudenten, das waren neu ausgebildete Ärzte. Und der hat dann gesagt, also Schlangenbisse sind die häufigste Todesursache in Sri Lanka. Ich behandle Schlangenbisse nur mit Edelsteinen. Und das war natürlich ziemlich eine starke Aussage. Da hat es ein paar Fragezeichen gegeben in den Gesichtern und bei mir natürlich auch. Und ich habe begonnen, mich mit Mineralien und Steinen auseinanderzusetzen. Das war sozusagen der Startschuss. Bin dann auch tätig gewesen als Körpertherapeut, ich bin Kraniosakraltherapeut, Polarity-Therapeut, habe andere Gesprächsmethoden gelernt und angewendet und habe mir so ein gewisses Verständnis des menschlichen Energiekörpers erworben. Mhm. Ja. Also das war eigentlich aus deiner Therapeutenzeit eine Resonanz, die aus dem Erfahren, was du da in Sri Lanka erfahren hast, zu dir kam, dass du plötzlich gemerkt hast, aha, in den Mineralien gibt es irgendwas, weil Gift ist ja starker Tobak, sage ich jetzt mal. Genau. Schlangengift sowieso. Es gibt Schlangen da, wenn du nicht, glaube ich, eine halbe Stunde das Gegengift hast, bist du tot. Ja. Also da, wenn jetzt dann einer sagt, das behandle ich mit Steinen, würde ich auch erst mal komisch gucken und sagen, bitte. Als diese Mineralien in dein Leben getreten sind und ich lese da in dem, was du mir geschrieben hast, Gleichgewicht im Drei-Körpersystem des Ayurveda, Mineralien und deren Wirkung auf den Körper, das piezoelektrische Prinzip. Ja. Das heißt, mit dem, darf ich sagen, Produkt, ja? Ja. Produkt, was, wir zeigen es nochmal. Ja, das eine ist das Neutrophil. Ja, ich zeige jetzt die Herstellung eines Neutrophils CC. CC steht für Kreditkarte, das hat die Kreditkartengröße. Alle meine Produkte sind zurzeit handgemacht. Das ist der letzte, den ich gemacht habe, den nehme ich jetzt raus. Den schneide ich dann noch schön zurecht.
Das ist eine Silikon-Zweikomponenten-Mischung. Da gebe ich jetzt die erste Komponente rein. Silikon ist einfach das Trägermaterial. Jetzt kommt meine Mischung herein. Die Mineralienmischung, die habe ich vorgemischt. Das sind auch zwei Komponenten. Jetzt mische ich das alles schön durcheinander. Jetzt mische ich die Komponente 2 dazu. Das ist ein Silikon, den man 1:1 zusammenmischt. Es gibt ganz verschiedene Silikone. Zum Teil auch, wo man nur 1:10 gemischt wird. Aber das Schöne an, das ist ein lebensechter Silikon. Das heißt, man kann ihn auch für Schokoladeformen zum Beispiel benutzen. Und das ist auch wichtig, dass der eine gute Qualität hat, weil das hat man nachher in der Hand. Der Hauptanwendungszweck dieser CC ist ja vor allem zur Benutzung der Computermaus gedacht. Und die hat man dann immer in der Hand. Deshalb sollte das ein guter Silikon sein. So, jetzt mischen wir das auch nochmals zusammen. Das ist eine einteilige Form. Das heißt, es können Luftblasen können aufsteigen. Wenn man das mit einer zweiteiligen Form machen würde, da braucht man dann eben Technik, hocherhitzten Silikon, den man mit Hochdruck in die zweiteilige Form hineinjagt. Das ist vielleicht mal ein nächster Schritt dann. Jetzt putzen wir noch die Form noch ein bisschen. Ein bisschen von dem Mineralienmehl hinein geraten. So. Je regelmäßiger, dass ich das mache, desto schöner sieht es am Schluss auch aus. Wenn ich da wild durcheinander fahre, dann sieht man am Schluss die Wege, die ich gemacht habe auf der Karte. Da fehlt noch ein bisschen. So, die Form ist voll. Und stellen wir das eine Stunde auf einen flachen Untergrund und dann ist sie fertig. Die Hauptanwendung dieses Produktes bei der Unterstützung zum Schutz, bei der Benutzung der Computermaus. Da sind wir konstant in Kontakt mit Laserstrahlung, mit drahtloser Strahlung oder mit eben dem elektromagnetischen Feld der Leitung. Das Kabel geht, ja. Das Kabel geht und ich habe da schon ganz, also Wüste sagen wir auf Schweizerdeutsch, entzündete Handsehnen gesehen in der Innenhand. Also die waren richtig verholzt, das kann man eigentlich nicht mehr richtig therapieren, die bleiben dann so und sind schmerzhaft. Es gibt auch dann bei der langen Benutzung der Computermaus, zieht es nach hinten, das gibt dann Sehnenscheidenentzündung, geht nach hinten in die Schulter, ins Schultergelenk und so weiter. Und dieses Produkt unterstützt uns bei der
täglichen Arbeit, täglichen langfristigen Arbeit mit der Computermaus. Man kann das auch hinten ins Telefon klemmen. Ja. Das ist ein Millimeter dick. Habe ich in meinem Nattel drin zur Unterstützung, zur Transformation der Strahlung beim Mobilfunk. Wäre es da nicht eine plausiblere Lösung, wenn ich das Ding gleich auf dem Computer mache? Ist auch möglich. Das ist einfach, das ist eine einteilige oder eine, das ist ein Schutz für eine Maus mit beim direkten Kontakt mit ihm. Ah, ich habe ein zweites Produkt. Das sind diese, das ist das Set, das heißt das Neutrophil Set Pendant. Pendant, weil man das anhängen kann. Und die drei kann man auf sich tragen. Dann hat man sie immer bei sich. Okay, und dann würde das bedeuten, es schützt deinen Körper zusätzlich. Ja, dann hat man einerseits hat man den, die Energietransformation der Mineralien und gleichzeitig erzeuge ich hier mit der spezifischen Anordnung und Gewichten einen rechtsdrehenden Energiekreis. Ein rechtsdrehender Energiekreis, das ist das, was wir brauchen und wie wir schwingen, wenn wir draußen in der Natur sind, wenn wir entspannt sind, wenn wir eben in diesen neutralen Zustand kommen. Technische Strahlung und, sagen wir, Stress dreht negativ. Mit diesem, wenn wir das auf uns tragen, das um den Computer herumlegen, in die Zimmerecken legen, ums Bett legen, erzeugen wir einen rechtsdrehenden Energiewirbel, der uns mit all dem, was auf uns zuströmt, das wird immer zunehmen. Gerade gestern war ein Artikel im Tagesanzeiger mit WLAN, den man einfach in jede Steckdose einstecken kann. Das ist ja super, dann hat man in jedem Zimmer hat man WLAN. In jedem Zimmer verstrahlt. Genau, und das war so ein positiver Verkaufsartikel. Da habe ich gedacht, ja, dahin gehen wir einfach. Das können wir nicht aufhalten. Wir müssen einfach schauen, dass wir mit dieser zunehmenden Belastung, dass wir unseren Organismus stärken. Neutrophils ist eine Methode, es gibt ganz viele andere Methoden. Diese Methode ist speziell, weil sie baut eben auf dem Wissen des Ayurveda auf. Das ist eine Ayur. Ayu ist das Leben, Veda ist das Wissen. Das ist das Wissen um das Leben, das Wissen um das lange Leben. Das ist die indische ursprüngliche Medizin, das ist mindestens 2.500 Jahre alt und, sagen wir mal, erprobt. Mhm. Ja. Also, es geht im Prinzip um zwei Produkte. Das eine sind diese drei farbigen Ringe. Ich zeige dir mal, dass die Zuschauer das sehen. Ist Keramik, wenn ich es richtig in der Hand habe. Es ist Polyurethan. Es ist auch, sind zwei Komponenten, zwei flüssige Komponenten, in die ich die in die ich das Mineralienmehl, das dafür verwende, einarbeite. Das lasse ich dann ein paar Minuten stehen, dann ist es hart. Ja. Das heißt, die Verbindung dieser Felder, die jetzt da quasi entstehen, die neutralisieren sämtliche, ich sag mal, Schwingungsfelder, die nicht eine Norm, einen Normalzustand darstellen. Oder wie muss ich es verstehen? Ja, das kann man so ausdrücken. Man kann nicht sagen, man schützt sich vor Elektrosmog, weil ein Schutz heißt ein Bleimantel oder ein Aluminium-Stahlmantel. Ritterrüstung. Ja, und dann ist die ganze Kommunikation dahin. Wäre auch scheinheilig, irgendwie das eine Schuld zuweisen oder einfach, das ist jetzt, das sind die ganz Bösen, die da viel Geld damit machen, mit diesen Mobilfunk-Anlagen, weil ich benutze ja auch ein Mobilfunktelefon und ich habe auch einen Wireless-Router im Haus. Es geht einfach darum, wie gehen wir damit um, sodass unser System nicht leidet darunter. Da finde ich auch deinen Ansatz einen guten, das heißt nicht gegen etwas zu sein, sondern wenn es nun mal da ist, muss ich mich damit arrangieren. Ja. Wie kann ich eine Lösung finden, die zum Wohle meines Körpers, meines Systems agiert und trotzdem das andere System stehen lässt. Genau. Haben wir ja gerade die Riesendiskussion 5G. Ne? Ist ja eine Horrorgeschichte, sagen viele Wissenschaftler. Ja. Meinst du, dass diese Systeme uns auch davor schützen können? Ja, definitiv. Also 5G ist, das ist ein Horror. Aber eben, wir können ihn nicht aufhalten.
Und wir müssen schauen, wie wir mit dem umgehen. Das 5G benutzt die Millimeterstrahlung. Das ist ein Frequenzbereich, in dem bis jetzt noch nicht gesendet wurde. 4G, 3G ist alles schon besetzt. Kurzwellen, Mittelwellen, Ultrakurzwellen und so weiter. Satellitenfunk, das ganze Spektrum ist schon mehr oder weniger besetzt. Also aber alle Frequenzbänder von Hertz bis Gigahertz genau. Quasi. Sie haben ja Hertz, dann kommt, glaube ich, Kilohertz, Megahertz, Gigahertz. Ultrakurzwellen, ja, genau, ja. Ja, ist ja Wahnsinn. Und, ne? Und die Millimeterfrequenz, die hat die Eigenschaft, dass sie... Die ist so kurzwellig, das heißt, sie geht nicht durch ein Haus hindurch. Sie wird auch gestoppt durch Feuchtigkeit und Regen. Das heißt, sie geht eigentlich ins Wasser hinein. Mhm. Das heißt, wir brauchen mehr Sendeanlagen, auch wenn es regnet oder wenn wir Nebel haben, damit wir alles abdecken können. Und wir wollen alles abdecken, also wir. Das ist das Ziel der Anbieter, lückenlose Abdeckung. Damit unsere Navigationssysteme funktionieren, damit wir überall in Rekordgeschwindigkeit Filme downloaden können. Die junge Generation hat natürlich Freude daran, aber das, was wir nicht erforscht haben, ist, wir bestehen aus 75% aus Wasser. Und das sind, sagen wir mal, 50% oder 40% Wasseratome. Und ein Atom sieht so aus, dass er hat einen Kern, einen Raum und ein Elektron, das Wasseratom. Mhm. Wenn man das Wasseratom, den Kern auf 1,5 Meter vergrößert, dann kreist das Elektron in einer Entfernung von 50 Kilometer um das Atom. Dazwischen hat es einen riesigen leeren Raum. Mhm. Da sind die Quantenphilosophen sind jetzt daran, am sich überlegen, was in diesem Raum geschieht. Hat es da was drin, hat es da nichts drin, was ist da drin? Also da redet man von subatomaren Teilchen, Elementarteilchen, Photonen und so weiter. Und diese Frequenz, die geht jetzt die geht in diesen Raum rein und die lädt diesen Raum auf. Jede technische Strahlung lädt uns auf. Das würde ja bedeuten, dass unsere Millionen von Zellen, die ja auch Wasser enthalten, dann in diesem Raum, Billionen, genau, in diesem Raum, dass dort diese Frequenzinformationen in jeder einzelnen Zelle dann vorhanden sind. Sie geht nicht hindurch, sondern sie wird durch das Wasser, durch diesen, sie dringt ein, ja. Mhm. Und das, was bedeutet das für unsere Gesundheit? Wir schlafen nicht mehr, wir entwickeln Symptome, Juckreize, Hautallergien, dass unser Immunsystem, alles Mögliche, unser Immunsystem bricht zusammen. Leute, die Holzhacker, sagen wir mal, die haben so eine Stärke, physische Stärke, die merken das vielleicht nicht so stark oder überhaupt nicht. Aber Leute, die sensitiv sind, denen geht es ans Lebendige. Nahrungsmittelallergien und also so die klassischen Symptome, die wir in vielen Beschreibungen, es gibt ja das Krankheitsbild MCS, Multiple Chemical Resistance und so, wo auch diese ganze Elektrosmog-Empfindlichkeit und all diese Dinge hineingepackt werden. Jetzt lese ich da noch das piezoelektronische Prinzip. Genau, ich möchte jetzt erklären, wieso dass das funktioniert oder was der Gedanke dahinter ist. Ich möchte kurz diese Pyramide hier ausstellen. In der Ayurveda-Medizin bedeutet Gesundheit ein Gleichgewicht zwischen dem mentalen, emotionalen und physischen Körper. Mhm. Das Heilmittel für den emotionalen Körper laut Ayurveda sind Mineralien oder Edelsteine. Darum hat der Schlangendoktor gesagt, er behandelt Schlangenbisse mit Edelsteinen. Ja. Je weiter wie oben wir ansetzen in der Behandlung, desto kräftiger wirkt sie. Das heißt, wenn ihr oben, sagen wir für den mentalen Bereich, da wäre es Gebet, Meditation, das Heilmittel. Für den emotionalen Bereich, wo wir auch mitschwingen mit unserem Energiesystem, das laut Ayurveda aus 72.000 Energiekanälen, sogenannten Nadis, besteht, die reagieren eben wieder auf diese Frequenz der technischen Strahlung und die wird behandelt mit Mineralien.
wie kann ein Mineral oder ein Edelstein oder eine so starke Wirkung erzeugen? Wir benutzen das ja täglich. Ich habe hier einen Quarz, einen kleinen Quarz mitgebracht. Das piezoelektrische System, das erkläre ich jetzt einfach als symbolische Vereinfachung für die gesamte Mineralienwelt. Mhm. Wenn ich hier und hier ein elektrisches Messgerät anhängen würde, das elektrische, also Strom misst, mhm. und ich gebe da einen Impuls darauf, so zum Beispiel, mhm. dann gibt das einen elektrischen Ausschlag auf das Gerät. Ich habe hier eine solarbetriebene Katze, mhm. die winkt seit 7 Jahren. Mhm. Der Antrieb ist diese kleine Siliziumzelle hier unten. Silizium ist Quarzsand, also im Prinzip das in klein. Das in klein. Die reagiert nicht auf Schlag, sondern auf Licht. Mhm. und erzeugt eine elektrische Leistung, die diese Katze, sobald es hell wird oder sogar mit starken Kerzen, die winkt und winkt und winkt. Jedes Mineral nimmt Energie auf und gibt sie in einer transformierten Weise wieder ab. Und der Ayurveda und übrigens auch die Alchemiker wie Paracelsus zum Beispiel, die nennen 9 Edelsteine. Ich sage jetzt nicht, welche die sind, weil es ist natürlich... Auch ich erkläre viel hier, aber nicht alles. Und jedes dieser Edelsteine nimmt eine bestimmte Frequenz auf und gibt sie in einer anderen Form ab. Also wir haben zum Beispiel Mineralien, Rosenquarz gehört nicht dazu, würde ich auch nicht nehmen zum Beispiel für Neutrophil, weil es ist ein bisschen etwas Aggressives, etwas Antreibendes, mhm. und das möchten wir eben nicht. Wir möchten nicht noch mehr angetrieben werden, sondern wir möchten in diesen neutralen Zustand kommen, wo wir, sagen wir, die Buddhisten nennen das die Leere. Das heißt, wo unsere Verbindung auch zur geistigen Welt aufrechterhalten werden kann. Wo wir uns erholen. Genau. Das ist auch es geht auch hier um ein Gleichgewicht zwischen Aufbau, zwischen Zusammenbruch und Leere. Also zwischen Spannungsaufbau, Spannungszerfall und Leere. Wenn wir nur einen davon praktizieren, dann führt das ins Ungleichgewicht. Auch Meditation, nur meditieren oder nur in der Leere sein, da kommen wir nirgends hin. Wir sind hier auf diesem Planeten und müssen uns irgendwie bewähren. Wir müssen unsere Rechnung bezahlen Ende Monat. Deshalb verstehe ich alles. Ja. Wir dürfen noch nicht zu lang atmen werden. Entschuldigung. Ja, das heißt, mein Körper ist ständig belastet durch diese Einflüsse mit elektromagnetischen Feldern. Egal in welchem Bereich. Das fängt ja an mit der Stromleitung. Hier drin haben wir Lampen, haben Kameras, haben Monitore, haben Leitungen, die überall rumliegen, haben Mikrofone mit Funk am Körper. Also da werden einige Felder jetzt um uns herum sein, die unseren Zellen jetzt nicht so zuträglich sind. Genau. Sag ich mal. Und immer mehr zunehmend. Genau. Wenn ich diese drei Ringe, die du uns da gezeigt hast, die mit Mineralien versetzt sind, sage ich einmal, wenn ich die an meinem Körper trage, bedeutet das, dass das, wie gesagt, an meinem Körper oder in meinem Körper, wenn ich richtig verstanden habe, geht diese Information ja auf die Zellebene, ein sogenanntes neutrales Feld herstellt. Ja, ich würde so sagen, die nehmen die Energie, die reinkommt, auf und geben das in einer lebensaufbauenden, unterstützenden Form wieder ab. Also es ist nicht nur Neutralisation, sondern es ist wirklich ein zusätzlicher Energieschub oder eine zusätzliche Unterstützung, die wir sonst nicht haben, die wir uns damit zuführen. Im Gegenteil, das andere belastet uns ja. Ja. Jetzt habe ich, also das ist ein Grundschutz, den ich mir antue, den ich in meine Hosentasche stecke oder sind ja schön von der Optik her um den Hals hängen oder wie auch immer. Ja. Dann hast du uns gezeigt und wir spielen dann nochmal so einen kleinen Ausschnitt ein, wie wir vorhin schon gesehen haben, von der Herstellung dieses Pads, sage ich einmal. Ja. Das ist rein dazu konzipiert für Menschen, die mit Computermäusen arbeiten, um letztendlich die Belastung auf dem Körper, gerade an der Hand, in den Sehnen und mit so. Mit dem Kontakt oder wie man das mit dem
Wi-Fi-Phone zusammennimmt. Ja. Oder wenn du, eben du hast es selbst gesagt, wenn du den Computer so bedienst, zum Beispiel den Laptop und den, die Handflächen immer auf dem Laptop oben hast, oder? Ja. Da bist du also schwer, sagen wir, belastet, kannst du zwei, oder du kannst auch diese halbieren, drunter tun. Du kannst das in der Mitte auseinanderschneiden, kannst es in die Schuhe hineintun, dann hast du mehr Energie am Abend. Weil einerseits ist die technische Strahlung, andererseits mit all den, wenn du in ein Einkaufszentrum zum Beispiel eingehst, das ist ein riesiger Energieabsaugkomplex mit all den Leuten, die mit ihren, sagen wir, Wünschen, Hoffnungen, Ängsten und was auch immer durch die Gegend positiv rennen. Ausgedrückt. Genau. Ja. Also, von diesen Dingern kann man auch mehrere benutzen. Du hast eine Website eingeblendet, auf der können die Menschen sehen, was funktioniert. Am besten ist es, sie setzen sich mit ihrer Problematik direkt mit dir in Verbindung. Gerne, ja. Und dann schaust du dir an, wo die Lösung liegt. Es sind Lösungen, die transportabel sind. Das heißt, wir müssen keine große Installation vornehmen. Kannst du mit dir tragen, dann bist du immer rechtsdrehend. Genau. Ja. Man kann mehrere dieser Pads benutzen. Man kann das in sein Smartphone hineintun, auf seinen WLAN-Router legen, an seinen Computer anbringen oder unter der Hand benutzen mit der Maus. Auflegen, wenn du einen Schmerz hast zum Beispiel. Ja. Weil das beginnt zu pulsieren. In der ganzen Geschichte ist, mein ganzes System harmonisiert sich. Ja. Tut sich wieder in den Neutralzustand begeben und alle Einwirkungen haben nicht mehr diese negativ belastende Wirkung auf meinen Körper. Ja, ein Kunde zum Beispiel legt sich die auf die Augen auf, wenn er zu lange in den Computer hineingeschaut hat, Migräne bekommt. Es ist ein Mediziner, der erstaunt ist, wie die wirken. Oder? Wollte ich gerade sagen, das ist ja schon mal gut, wenn das ein Mediziner nimmt, da wissen wir ja, dass es funktioniert. Ja. Und die Leute können das natürlich über deine Daten, Kontaktdaten beziehen. Ja, genau. Dann, meine Lieben, muss ich hier die Sendung beenden, weil unsere Sendezeit ist um. Sie haben es verstanden. Was für mich ganz interessant war, ist die persönliche Herstellung und die Qualität des Produktes, hochwertige Materialien. Er hat eins ja hier im Studio gemacht. Es ist relativ simpel, aber die einfachen Dinge, haben wir auch gelernt schon, sind die, die funktionieren. Wenn Sie damit Problematiken haben, probieren Sie es aus. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der eingeblendeten Website. Einen schönen Abend noch und alles Gute.